Ardha-Svastikasana ist die halbe Stellung des Wohlwollens, die halbe Glücksstellung. Sie ist eine der Sitzhaltungen für Meditation und Pranayama, durchaus eine, in der viele Menschen auch langfristig sitzen. Felix zeigt, wie es geht. Gib einen Fuß unter den Oberschenkel und den anderen Fuß gib zwischen Unterschenkel und Oberschenkel, sodass die Ferse oben ist. In dieser Stellung sind beide Füße warm gehalten. Der eine Fuß ist unter einem Oberschenkel, wodurch er warm gehalten ist. Der andere Fuß ist zwischen Unterschenkel und Oberschenkel, sodass das durchaus eine Stellung für ökologiebewusste Menschen im Winter ist, wo du also wenig heizen musst und dennoch deine Füße warm hältst. Die Stellung ist natürlich mehr als nur etwas zum Warmhalten der Füße. Durch das Höhere der Ferse geht die Ferse auch Richtung Svadhisthana Chakra, was eine Auswirkung hat auf die Energien. Ardha Svastikasana führt auch dazu, dass der Geist leichter nach innen gerichtet ist. Übrigens, du hörst hier Ardha, das ist natürlich die Frage, was ist volles Svastikasana? Hier würdest du den unteren Fuß zwischen unteren Oberschenkel hindurchgeben und so sieht das Ganze von oben aus wie Svastika, die glücksverheißende Stellung.